Zehntes Kapitel. Die Entspannung. 1960 bis 1968. Als John Kennedy im Januar 1961 das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten von Amerika übernahm, befand sich der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt. Der Versuch, den Exilkubanern zu helfen, Fidel Castro aus seinem Amt in Kuba zu vertreiben, endete mit einem Fiasko. Der Vorfall in der Schweinebucht war für das Ansteigen der Spannungen in der Welt verantwortlich. Die Guerilla in Laos und Vietnam wurde immer aktiver, da diesem Problem nie bei Zeiten Einhalt geboten worden war. In Ost-Berlin geschah etwas sehr Folgenschweres. Der Mauerbau wurde begonnen. Seit Ende des Krieges hatten mehr als 2 Millionen Menschen die östliche Besatzungszone verlassen. Um dieser Situation Einhalt zu gebieten, begann das Militär auf direkte Anordnung aus Moskau, während der Nacht zum 13. August 1961 Absperrungen und Befestigungen aufzubauen, um den Durchgang zu sperren. Am 15. August wurde der Stacheldraht durch Betonblöcke ersetzt. Die Schandmauer trennte Familien und machte Berlin zum Krisenthema des Kalten Krieges. Die Deutschen wollten jedoch ihre Freiheit nicht aufgeben. Fluchtversuche, das Niederschießen, die Opfer waren wieder einmal das unnütze Opfer des Volkes gegen die Unterdrückung. Um die Ausweitung des Kommunismus zu verhindern, bildete Kennedy den Peace Corps, eine freiwillige Einheit, die sich um die Bedürftigen innerhalb und außerhalb der USA kümmerte. Kennedy hielt sich an das, was er beim Ablegen seines Amtseides gesagt hatte. Er wollte den Leuten aus bescheidenen Verhältnissen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die USA hatte einen Wirtschaftsaufschwung, wenn auch von kurzer Dauer. Kennedy, der sich junge und renommierte Mitarbeiter wie Dean Rusk, Robert McNamara, Robert Kennedy ins Weiße Haus holte, führte neue Gesetze und Reformen ein, die die Arbeitslosigkeit senkten. Sie stellten die ärztliche Versorgung sicher, verminderten die Steuerlast und verteidigten die Bürgerrechte. Aber eine Sache war eine altruistische Willenstheorie, eine andere jedoch die harten Fakten. Der Wiener Gipfel zwischen Kennedy und Khrushchev konnte nicht vermeiden, dass der Kalte Krieg 1962 nach dem Raketenproblem eisig wurde. Kuba hatte erlaubt, sowjetische Raketenstützpunkte auf seinem Territorium zu errichten. Die Folge: Kennedy befahl die Blockade. 5 Tage lang hielt die Welt den Atem an. Uthant, der in jenem Jahr Generalsekretär der UNO war, spielt eine fundamentale Rolle bei der Lösung des heiklen Konfliktes. Am Ende dominierte die Vernunft. Die Atomwaffen hatten eine derart große Fähigkeit zum Töten erlangt, dass der Mensch zum ersten Mal in seiner Geschichte seinen eigenen Lebensraum mit einem einzigen Knopfdruck zerstören konnte. Die Vertreter der USA, UdSSR und Großbritannien versammelten sich in Moskau, um über die Begrenzung der Kernwaffenversuche zu verhandeln. Frankreich und China weigerten sich, das Abkommen zu unterzeichnen. Auf dem Gebiet der Innenpolitik präsentierte Kennedy dem Kongress einen Gesetzesentwurf über die Bürgerrechte. Dafür setzte er sich ein, als er am 22. November 1963 in Dallas niedergeschossen wurde. Vizepräsident Johnson, der seinen Amtseid unter jenen tragischen Umständen ablegte, flog nach Washington. Dort sprach er mit den politischen Führern der ganzen Welt, die zum Begräbnis Kennedys gekommen waren. Die Polizei verhaftete zunächst den Mörder, der später ums Leben kam, als er von einem Gefängnis in ein anderes verlegt wurde. Die Warren-Kommission, die zur Aufklärung des Präsidentenmordes eingesetzt worden war, überzeugte niemanden. Johnson, der die Politik gegen die Armut unterstützte, forderte 1 Milliarde Dollar vom Kongress. Die Anti-Poverty Bill schloss das Programm Kennedys ein. Johnson wusste, dass er, um die Wahlen zu gewinnen, Kennedys politisches Erbe antreten musste. Und in der Tat wurde in ihm die Figur des ermordeten Präsidenten gewählt.
In einem Jahr unterzeichnete Johnson den Civil Rights Act im Beisein von Martin Luther King und Robert Kennedy. Sein politisches Programm, die sogenannte Great Society, enthielt vor allem soziale Themen, wobei Gesundheitsprogramme den Vorrang hatten. Das Medicare-Programm, Immigration, Entwaffnung, Verringerung der Steuerlast, Wohnungsbau, Naturschutz. 1965 wurde ein neues Einwanderungsgesetz unterzeichnet und es wurde ein Mindestlohn festgelegt, der auch für die Landarbeiter galt. Man drängte den Kongress, die Mittel für die Sozialversicherung zu erhöhen, um die Lebensbedingungen der Ärmsten zu verbessern. Zur gleichen Zeit wurde jedoch auch im Jahre 1968 das Budget für den Vietnam erhöht. Im Bundesstaat Memphis wurde Martin Luther King ermordet. Ein Weißer, der sich im Fenster des Gebäudes gegenüber dessen Hotel postiert hatte, löschte das Leben des Führers der schwarzen Bewegung aus. Die Folge war eine Welle der Gewalt. Aufruhr, Brand, Zerstörung bürgerlicher Ungehorsam waren in den schwarzen Ghettos an der Tagesordnung. Die Anwesenheit der Nationalgarde war nötig. Der Nährboden für dieses alles war der Rassismus, die Jugendarbeitslosigkeit und die schwierigen Lebensbedingungen der schwarzen Minderheit. In der Außenpolitik herrschte das Thema Vietnam vor. Das Beste wäre gewesen, wenn der Süden sich selbst verteidigen hätte können, aber die verstärkte Tätigkeit des Vietcong ab 1964 machte eine Intervention unvermeidbar. Die Ausrede dafür war fast peinlich. 3 Torpedoboote hatten einen amerikanischen Zerstörer im Golf von Tonkin angegriffen. Johnson schickte Truppen aus in der Meinung, dass es sich dabei um einen Blitzkrieg handelte. Dabei beging er den tragischsten Irrtum der neueren Geschichte Amerikas. Im Laufe des Jahres 65 wurden immer mehr Truppen ausgesandt. Der Befehl zur Bombardierung Nordvietnams wurde gegeben und zur gleichen Zeit suchte man das Ende der Feindseligkeiten. 1966 versammelte sich Johnson in Hawaii mit den Führern Südvietnams, auf der die Erklärung von Honolulu zustande kam, aber nicht der Frieden. Einige Monate später wurden die Bombenangriffe mit Napalm verstärkt. Der Krieg sensibilisierte die Bevölkerung. Als Johnson 67 nach Guam reiste, ging ein Aufschrei durch die Welt. Im März 68 erklärte der amerikanische Präsident, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren würde und rief zu Verhandlungen auf, was von Hanoi akzeptiert wurde. Die Befürworter eines Rückzuges unterstützten Eugene McCarthy. Wenig später kündigten Robert Kennedy und Hubert Humphrey ihre Kandidatur an. Am 6. Juni 68 schießt ein junger Jordanier namens Shirhan Bishatta auf Robert Kennedy, der seinen Verletzungen in einem Krankenhaus in Los Angeles erliegt. Der Senator hatte sich gegen die Politik Johnsons in Südostasien ausgesprochen. Sein Traum, Präsident zu werden, sollte nicht in Erfüllung gehen. Lateinamerika suchte nach einem Weg, um aus dem Imperialismus auszubrechen. Che Guevara glaubte, dass der parlamentarische Streit nie zur Freiheit führen würde und dieses Denken herrschte in der Jugend des Landes vor. Als ernannter Wirtschafts- und Arbeitsminister wurden seine Differenzen mit Fidel Castro so groß, dass er in den Kongo ging, obwohl er sich mit den Afrikanern nie verstanden hatte. 1966 versuchte er, die Guerilla auf ganz Südamerika auszudehnen und begann in Bolivien. 1967 wurde er mit Hilfe der CIA gefangen genommen und den bolivianischen Streitkräften hingerichtet. Seine Leiche kam in ein Massengrab in Valle Grande. Che Guevara sollte zu einer der größten Legenden der Revolution unseres Jahrhunderts werden. Einige Jahre nach der Ermordung des Diktators Trujillo landeten schließlich im Jahre 65 die Marinestreitkräfte in der Dominikanischen Republik. 1960 begann in Venezuela nach Studentenunruhen in Caracas die Kampfhandlungen. Rómulo Betancourt hob die Grundrechte auf und die Guerilla verstärkte ihre Aktivitäten. Raúl Leoni versprach, diese Situation zu beenden. Er erreichte dies jedoch nicht und während der Studentenunruhen in Maracaibo und Caracas im Jahre 68 kam es zu Toten und Verletzten. In Mexiko wurde das Volk immer unzufriedener, nachdem Díaz Ordaz die Präsidentschaft übernommen hatte. 68 wurde die Lage unerträglich. Die Demonstrationen der Studenten wurden mit furchtbarer Härte niedergeschlagen. Am 2. Oktober eröffneten die Streitkräfte mit Panzerfäusten das Feuer auf die Studenten, die auf dem Plaza de las Tres Culturas in Tlatelolco versammelt waren, und richteten so ein schreckliches Blutbad an.
In Europa verlief das politische Leben ungleich. Frankreich war von der Situation in Algerien beeinflusst. De Gaulle erlangte im Jahre 60 unbegrenzte Vollmachten, um die Krise im Land zu bekämpfen. Ein Jahr später erhoben sich 4 Generäle in Algerien und es begannen die Aktivitäten der OAS. 1962 linderten die Abkommen von Évian-les-Bains die Situation. In jenem Jahr stellte Ministerpräsident Debré sein Amt zur Verfügung, das von Georges Pompidou übernommen wurde. Die Unabhängigkeit Algeriens wurde anerkannt. De Gaulle schlug eine Volksabstimmung über die Direktwahl des Präsidenten vor und drohte damit, sein Amt niederzulegen, falls sein Vorschlag abgelehnt werden sollte. Er gewann jedoch. Im Bereich der internationalen Politik galt er als polemisch. So war er gegen den Eintritt Englands in die EWG, erkannte den chinesischen Staat unter Mao an und forderte für Frankreich eine Sonderstellung in der NATO. Ende 1965 siegte er über Mitterrand und den Kandidaten Jean Lacanu. Wenig später stieg Frankreich aus der NATO aus. Im Mai 1968 schien das Ende der französischen Regierung gekommen zu sein. Die Vorfälle, die als Protest gegen den Vietnamkrieg begonnen hatten, endeten mit der Besetzung der Sorbonne, der Börse und des Odeons. Das Parlament wurde aufgelöst. De Gaulle erhielt die doppelte Anzahl von Sitzen als alle übrigen Parteien zusammen. Die Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion hatten sich seit dem Jahre 1959 immer mehr verschlechtert. Khrushchev reiste aus Anlass des 10-jährigen Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China nach Peking. Er wollte die Chinesen unter den Einfluss Moskaus zwingen, was er jedoch nicht erreichte. Auch seinen Nachfolgern Brezhnev und Kosygin gelang es nicht, mit Mao, der die Präsidentschaft abgegeben hatte, um die Revolution zu planen, zu einer Einigung zu kommen. Die Differenzen zwischen beiden Ländern wurden nur noch größer. Mao war der Meinung, dass der Krieg mit dem Westen auf die Dauer unvermeidbar war. Khrushchev wusste, dass dieses Denken nur zum Desaster führen konnte. Die Beziehungen kühlten sich immer mehr ab und die UdSSR zog ihre Beobachter ab. Die Lage zwischen ihnen verschlimmerte sich im Jahre 1963, nachdem die chinesischen Delegierten die Gespräche in Moskau abbrachen, die anberaumt worden waren, um die Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen. Russland beschuldigte Mao, die kommunistische Gemeinschaft zu teilen und einen neuen Faktor ins Spiel zu bringen, die Rassenfrage. Mao dagegen beschuldigte Khrushchev des Verrats am Marxismus, um sich mit den USA und Indien zu alliieren, wo nach dem Tod Nehrus ihre Tochter Indira Gandhi Premierministerin wird. Die chinesische Revolution bei der Millionen junger Chinesen herausfordernd, das Rotbuch Maos schwangen, bewegte im Jahre 66 die Weltöffentlichkeit. Es handelte sich dabei um eine antiwestliche Bewegung, bei der auch die Russen schlecht wegkamen. Sie wurden als Revisionisten und Imperialisten beschimpft. 1965 nimmt die Bundesrepublik Deutschland trotz vermehrter Proteste und Demonstrationen in der arabischen Welt diplomatische Beziehungen mit Israel auf. Im Juni 67 schmiedet Verteidigungsminister und früherer Generalstabsführer Moshe Dayan einen Angriffsplan, der ihm einen Präventivschlag ermöglicht. Der 6-Tage-Krieg zwischen Israel und den arabischen Nachbarn ist eröffnet. Die israelischen Jagdflugzeuge vernichten in den Morgenstunden des 5. Juni die Luftstreitkräfte von Ägypten, Jordanien und Syrien, indem sie so dicht am Boden fliegen, dass der feindliche Radar sie nicht entdeckt. Sie zerstören dabei Landebahnen, die Infrastruktur des Flughafens und sogar den irakischen Flughafen in Habaniya. Die Landstreitkräfte befanden sich an der ägyptischen Sinai-Front, wo die israelischen Panzereinheiten Gaza vom übrigen Territorium abschnitten. An der jordanischen Front Jerusalems und Transjordaniens erobern die Israelis die Altstadt von Jerusalem. Ägypten und Jordanien beschuldigen die USA, Deutschland und Großbritannien, Israel bei seinem Luftkrieg gedeckt zu haben. Nasser versenkt mehrere Schiffe im Suezkanal, der für die westlichen Länder lebenswichtig ist, um ihn unpassierbar zu machen. Die arabischen Länder erklären ein Erdölembargo gegen die Länder, die Israel unterstützt hatten. Am 7. Juni gab der ägyptische Widerstand auf dem Sinai auf und Israel beschlagnahmte das gesamte gegnerische Kriegsarsenal. Jerusalem, Nablus und Jericho wurden eingenommen, als die Streitkräfte zum Jordan vordrangen. Am 8. Juni gewann Israel die Kontrolle über das Suezgebiet. Nasser nahm den Waffenstillstand an. Die Syrer hatten das Gebiet am Meer von Galiläa bombardiert, verloren die Golanhöhen. Israel drang 20 Kilometer auf syrisches Gebiet vor. Die UNO forderte Israel auf, seine Offensive gegen Syrien zu stoppen.
In Großbritannien verschaffte der Politiker Harold Macmillan, der als Schlichter auftrat, dem Wahlslogan seiner Partei »Mit den Konservativen lebte sich besser« Glaubwürdigkeit. Die Löhne stiegen um 20% und ein Fünftel aller Familien konnte ihren Lebensstandard verbessern. Macmillan stellte die früheren guten Beziehungen mit den USA wieder her und erzielte Erfolge in der Außenpolitik. Als sich die wirtschaftliche Situation jedoch umkehrte, musste er Deflationsmaßnahmen ergreifen. Es wurde der Fall Profumo aufgedeckt, in den der Verteidigungsminister verwickelt war. Dies brachte das Glas zum Überlaufen und Macmillan trat zurück. In Deutschland waren sich Präsident Heinrich Lübke und Kanzler Konrad Adenauer darin einig, dass die Außenpolitik ebenso wichtig sei wie die Innenpolitik. 1962 waren die Beziehungen mit Frankreich ausgezeichnet. Der Besuch des Kanzlers in Paris war ein großer Erfolg und in der Folge wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Im Oktober des gleichen Jahres trat Adenauer aus seinem Kanzleramt zurück. Der Bundestag ernannte Ludwig Erhard zum Kanzler. Er blieb im Amt bis 1966. Die Wahlen in jenem Jahr, die unter dem Vorzeichen einer wirtschaftlichen Krise standen, führten zur Bildung einer neuen Regierung unter dem Vorsitz Kurt Georg Kiesingers. Willy Brandt wurde Außenminister. Konrad Adenauer stirbt 1967 in Rhöndorf. Damit verliert man den Mann, der die Rekonstruktion und Wiedervereinigung Deutschlands eingeleitet hatte. Auch Italien begann das Jahrzehnt mit Streiks und Protesten. Amintore Fanfani löste die Krise, indem er sich im Jahre 62 mittels einer Koalition mit Giuseppe Saragat zur Linken hin öffnete. Ein Jahr danach erhielten die Kommunisten 25% der Wahlstimmen, woraufhin der neue Ministerpräsident Aldo Moro eine Zentrums-Links-Regierung bildete, die das Land in eine Periode der Stabilität führte. In Österreich verschärften sich die Spannungen im Jahre 65 mit dem Konflikt um Südtirol. In der Kirche sollte es 1962 Änderungen geben. Johannes der 23. eröffnete in Rom das Zweite Vatikanische Konzil. Paul VI. Wurde 63 sein Nachfolger in der Ökumene und stand dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor, das er 3 Jahre später abschloss. Die Dritte Welt begann ein Teil im sozialen Bewusstsein zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg war offensichtlich, dass der Kolonialismus nicht aufrechterhalten werden konnte. 1960 erkannte die UNO das Völkerrecht an und Afrika verwandelte sich in ein Mosaik verschiedener Staaten, deren Grenzen in vielen Fällen nichts mit der geschichtlichen Realität des Kontinentes zu tun hatten. Patrice Lumumba beschrieb mit folgenden Worten die Kolonisierung in dem Jahr, in dem Belgien sich aus dem Kongo zurückzog. Wir haben uns abgerackert bei der Arbeit und bekamen dafür kaum genug, um unseren Hunger zu stillen. Beleidigungen und Schläge waren an der Tagesordnung. Unsere Erde wurde ausgebeutet. Unser Schicksal war schlimmer als der Tod. Anfangs brachte die Unabhängigkeit nichts weiter als Konflikte. Weder Patrice Lumumba, Führer der nationalen Bewegung und Premierminister nach dem übereilten Rückzug der Belgier im Jahre 60, noch Präsident Kasavubu konnten Ordnung schaffen. Die Truppen meuterten. Moise Tshombe führte Katanga in die Unabhängigkeit. Der Staatsstreich von Oberst Mobutu entfernte Lumumba zunächst aus der Politik und wenig später wurde er ermordet. 1962 wurde der Friedensplan der UNO angenommen, der jedoch auch keine Lösung brachte. Aber nicht alle früheren Kolonien erlebten einen derartig traumatischen Anfang. Anfang 60 erlangte ein großer Teil der afrikanischen Staaten die Unabhängigkeit. Die Olympischen Spiele in Tokio waren 1940 aufgrund des Zweiten Weltkrieges abgesagt worden. 1964 wurden sie schließlich in diesem asiatischen Land nachgeholt, wobei sie zum ersten Mal weltweit über Satellit übertragen wurden. Das olympische Feuer wurde von einem 19-jährigen Japaner getragen, der in Hiroshima an dem Tag geboren worden war, an dem die schreckliche Bombe fiel. Nicht alles jedoch waren positive Nachrichten. 1961 machte das Beruhigungsmittel Thalidomid Schlagzeilen, dessen Einnahme schreckliche Konsequenzen nach sich zog.
Drei Jahre später verpflanzte Christian Barnard das Herz eines jungen Schwarzen in den Körper eines weißen Patienten. Es war das erste Mal, dass eine derartige Operation durchgeführt wurde. 1961 war für den Wettlauf zum All ein spektakuläres Jahr. Juri Gagarin umflog die Erde in dem ersten bemannten künstlichen Satelliten, dem sogenannten Vostok 1. Ab 1958 führte die NASA ihr erstes Projekt mit bemannten Weltraumflügen durch. Es handelte sich um das sogenannte Mercury-Programm, das 25 Weltraumfahrten unter Einbeziehung von 4 Tieren und 6 Astronauten bis zur Beendigung des Programms vorsah. Im Mai 1961 schickten die USA mit Alan Shepard ihren ersten Astronauten ins All. Die Russen sandten 2 Jahre später Valentina Tschereshkova und damit die erste Frau an Bord des Vostok 6 in den Weltraum. 1964 erreichte die Raumsonde Ranger 6 den Mond, aber eine unvorhersehbare Panne an der Fernsehkamera machte die Übertragung unmöglich. Ein Jahr später verließ Edward White das Raumschiff Gemini 4 und machte einen Spaziergang im All. Es wurde die riesige Saturn-Rakete ins All gestartet, die gebaut worden war, um die Apollo-Kapsel in Umlauf zu setzen, die dann später den Menschen zum Mond bringen sollte. Der Industrieroboter wurde erfunden, der die Arbeit eines Arbeiters zu einem Drittel der Kosten erledigte. Kennedy gab eine Pressekonferenz, die weltweit ausgestrahlt wurde. Dies war möglich dank des revolutionären Telstar-Systems, bei dem es sich um einen Satelliten handelte, der eine neue Ära in der Welt der Kommunikation einleitete. Die Kinowelt verlor eines seiner großen Mythen. Clark Gable stirbt 1960 nach Ende der Dreharbeiten zu dem Film Rebellen, den er an der Seite der unvergesslichen Marilyn dreht. 1961 stirbt Gary Cooper und ein Jahr später verlässt uns mit Marilyn Monroe eine weitere Legende. Alfred Hitchcock drehte Psycho und die Vögel, während die Menschen von der West Side Story gerührt waren, die der Schauspielerin Rita Moreno den Oscar für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin einbrachte. Den Oscar für den besten Film erhält im Jahre 60 das Apartment von Billy Wilder, obwohl Jack Lemmon, der Hauptdarsteller, nicht ausgezeichnet wurde. Lemmon hatte den Preis schon 1955 für die Darstellung in Mr. Roberts erhalten. Maximilian Scheel erhält den Preis als bester Darsteller für seine ausgezeichnete Arbeit in Sieger und Besiegte. Obwohl in der Haute Couture weiterhin die elitäre Routine auf dem Laufsteg vorherrschte, wie 1960 in Paris, sollte die Mode schon bald vom Minirock beherrscht werden. Der Modist Courrèges stellte 65 seine jugendliche Linie mit kurzen und futuristischen Modellen vor. Coco Chanel, die Königin des Chic, hielt dies für die lächerlichste Sache der Welt. Sie sollte sich irren. Jene Neuheit, die von Mary Quant ausgestellt wurde, sollte die Welt der Röcke revolutionieren, ohne etwas anderes zu tun, als sie zu kürzen. Mit der Kleidung änderte sich das Image. Was anfänglich der freche Stil der Londoner Kultbewegung Swinging London gewesen war, verwandelte sich in die alltägliche Kleidung der Jugend. Minirock, farbige Strümpfe, eckig geschnittene Mähne und eine übertriebene Schlankheit, die Twiggy imitieren wollte, deren schlanke Statur und engelhaftes Gesicht um die Welt gegangen war. Das Leben änderte sich. Soziale Tabus fielen, Bewegungen zur Emanzipierung der Frauen nahmen Gestalt an, vermischten sich mit der Friedensbewegung, der Gewissensfreiheit und der Freiheit, eine Lebensform zu wählen oder nicht. Viele bereicherten sich angesichts des Entstehens dieser Gefühle, dieser Hoffnungen auf Änderungen, die von der Jugend gefordert wurden. Überall kommen Gurus auf, mystische Orientale, die ein neues Wissen versprachen und Tausende von Anhängern anzogen. Der Protestsong, ein künstlerisch-soziales Phänomen, wurde geboren und mit Peter Seeger, Joan Baez, Bob Dylan oder Donovan berühmt gemacht. Melodien, die halfen, Meinungen auf dem Universitätsgelände zu bilden. 4 Jungs aus Liverpool rührten mit ihrem neuen, frischen und belebenden Stil die ganze Welt. Sie fingen in einem Hamburger Club an und ihre Musik verwandelte sich in das Symbol der neuen Zeit. Die Beatles waren mehr als die hervorragenden Songs von John Lennon oder Paul McCartney. Sie drückten den Widerstand gegen die aufgestellte Ordnung dar. Sie bedeuteten den Sieg des Neuen durch die starre Haltung der Erwachsenen. Die Rolling Stones, die sehr viel radikaler als die Beatles waren,
belebten den Rock neu, als es schien, dass sie den Anschluss an den Rhythm and Blues in Amerika verloren hatten. Der Musikgeschmack änderte sich. Von der sanften schwarzen Musik der Platters ging man über zu den starken Melodien von James Brown. Der Soul triumphierte mit Otis Redding und der Blues mit B.B. King. Während Elvis in King Creole weltberühmt wurde, kam in Kalifornien der Psychedelic-Rock in Mode, der eine gefährliche Komponente mit sich brachte, das LSD. Die Jugend rutschte über die süße Hippie-Bewegung in die Drogenwelt ab, ohne es zu merken. Es war unvermeidlich, dass Elvis seine Berühmtheit mit den Beatles teilen musste. Die Jugend drängte sich, um seinen Song From Me to You zu hören. Es entstand das Beatles-Fieber. Vier Engländer eroberten Amerika. Einige Jugendliche verbrannten seine Platten und Elvis klagte sie beim FBI an. Aber es war nutzlos. Zu jener Zeit sangen alle bereits I Want to Hold Your Hand. Die Jugend glaubte, die Welt verändern zu können, und in ihrem Kampf waren sie an drei Fronten gleichzeitig. Vietnam, die Bürgerrechte und der Schutz der Natur. Aber vielleicht war es nichts weiter